Wir beschließen auch heute den Spieltag des FC Schalke 04 mit der Pressekonferenz und beiden Cheftrainern hier oben neben mir auf dem Podium. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Medienzentrum der Veltins-Arena. Begrüße die Gäste vom Kleeblatt. Herr Haas, verbunden mit den Glückwünschen zum Sieg Ihrer Mannschaft, darf ich Sie um die erste Einschätzung bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal bin ich tatsächlich sehr froh, dass wir eine gute Leistung heute gebracht haben. Das war die Basis für unseren Erfolg heute. Ich habe es eben vor der Presse nochmal gesagt. Ich finde, wir haben es natürlich sehr spannend gemacht zum Schluss, aber wir haben ein sehr dominantes Spiel gemacht aus meiner Sicht, haben den Gegner gut bespielt und dementsprechend auch schöne Tore gemacht. Wir hatten dann eine Phase, zweite Halbzeit, wo wir den Sack einfach zumachen müssen, aus meiner Sicht, das 5-1 machen müssen. Vergeben dann die Chancen, nicht leichtfertig, aber ein Stück weit nicht mit letzter Konsequenz vielleicht oder vielleicht auch der Spieler ermüdet, wie auch immer, machen das nicht. Schalke macht dann das 4-2, macht das 4-3 und dann ist es klar, dass für mich das Spiel nochmal super spannend wird. Am Ende bin ich sehr froh, dass wir das heute über die Zeit gebracht haben und nochmal ein verdienter Sieg für die Mannschaft. Vielen Dank zunächst. Käs, ich darf dich um deine Einschätzung, dein Statement zum Spiel bitten. Ja, erstmal gratuliere zu Kreuter, der hier die Punkte geholt haben. Für uns gibt es nicht so viel zu sagen. Es ist ein Tag, wo alles, was man nicht will und falsch gehen kann, falsch geht. Mit den Toren an die nicht richtige Weise, an die richtige Zeit. Die zweite Gelb-Rote von Philippe, wo wir mit 11 gegen 10 am Platz bekamen. Und im Allgemeinen, ich glaube, wir haben nicht gut genug verteidigt. Wir waren unmächtig im Angriff. Da ist sehr viel Arbeit an dem Laden, sagen wir dann in unserer Sprache, sehr viel Arbeit zu machen, um uns herauszuholen. Wir wissen alle, ich bin auch hier gekommen, dass das nicht etwas leicht und einfaches wäre. Ich habe schon heute selbst erfahren, was das bedeutet. Es gibt mir mein Selbst noch mehr Energie, um miteinander uns hier rauszuholen, zu ziehen. Das ist der einzige Auftrag, den ich heute fühle und spüre. Sehr viel Arbeit zu machen. Für Sie die Zeit und Gelegenheit, Fragen zu stellen. Erste Wortmeldung kommt von Jörg Strohschein. Jörg, ich weiß gar nicht, für wen du heute da bist. Sportschau. Für die Wissen. Gut. Okay. Herr Verwanderin, als Sie angetreten sind, haben Sie gesagt, das Erste, was ich machen muss, ist die Abwehr in Ordnung bringen. Jetzt haben Sie 3 Wochen gearbeitet, ist jetzt nicht so richtig viel Zeit, aber schon ein bisschen. Heute muss man sagen, hat die Mannschaft so gespielt, als ob sie gar keine Abwehr hätte. Ist die Qualität der Spieler nicht groß genug? Muss man das mal so klar, ganz knallhart attestieren? Oder woran liegt es? Na, ich habe die vergangene Woche auch gesagt, dass ich mehr Zeit benötige, um richtig einzuschätzen, wie alle die Spieler auch persönlich sind. Ja, ich habe das erklärt mit der Torwart. Ich muss mir, die kriegen beide zwei Spiele, um dich zu zeigen, auch für mich, um zu lernen, wie nehmen sie Informationen, wie gehen sie um, wenn etwas anders geht oder falsch geht. Das geht auch mit der Mannschaft so. Und da bin ich voll dran. Das habe ich jetzt sehr peinlich, habe ich das, schmerzvoll habe ich das erfahren heute, wie das dann geht. Man fängt an mit einem defensiven Fundament hinzulegen, Absprachen zu machen. Na, in Hannover kann man sagen, okay, das war ein Beginn, das muss alles noch besser. Aber heute haben wir wieder erfahren, dass das dann mit 4 Gegentoren zu Hause ist viel zu viel. Und das macht die Auftrag auch sehr, sehr herausfordernd. Laufe ich nicht von weg, es geht weiter. Analysieren miteinander. Nebeneinander bleiben stehen und weitermachen. So.
gib mir noch die Zeit, um alles auf mir wirken zu lassen. Ja, zu hinbekommen, dass ich auch dann noch etwas mehr detailliert iets über sagen kann. Haben Sie weitere Fragen? Erik Asmussen für Funke Medien. Herr von Wonderen, neben der Defensive hat heute auch die Offensive enttäuscht. Können Sie vielleicht einmal grob erklären, wie denn überhaupt der Plan im Spiel mit dem Ball aussah heute? Mit dem Ball. Das ist natürlich immer abhängig von, wie die Gegner am Platz sind. Wo sind die Räume und wo können wir die erholen? Na, wir haben gesehen, wir wussten nicht genau, was Kräuter am Platz bringen würde. Die sind bisher mit der 5er-Kette, heute war es 4er-Kette. Und dann sind die Räume irgendwo anders. Und das haben wir versucht zu suchen. Aber auch das alles muss besser sein. Die Räume zwischen und dann haben wir wenn Kräuter mit 9 und 10 verteidigt und mit 2 Sechser mit der Green und Banzee, da gibt es Räume zwischen die Linie, wo der Armin und der Lino sein muss, wo wir die Tiefe haben mit Musa, wo wir die 3 gegen 2 ausspielen wollen, in einer späteren Phase mit Ron als Dritter und dann das Überzahl ausspielen. Aber wie ich schon am Beginn gesagt habe, Verteidigung muss besser, Angriff muss besser, wir müssen schneller umschalten, die Standards müssen wir besser verteidigen. So, es gibt noch so viele Sachen, dass wir noch verbessern müssen. Jörg Strohschein. Herr von Wonderen, man hat von außen den Eindruck, der Mannschaft fehlt so ein bisschen Führung auf dem Platz. Jeder spielt so, gibt sich Mühe. Ich glaube, das kann man niemandem unterstellen, dass er sich keine Mühe gibt. Aber irgendwie funktioniert das Zusammenspiel nicht. Man hat auch nicht das Gefühl, dass irgendwelche Führungspersönlichkeiten auf dem Platz sind. Vermissen Sie selber auch Führungspersönlichkeiten auf dem Platz, die Ihnen auch helfen, die Mannschaft in die richtige Richtung zu bringen? Uns fehlt heute natürlich der Karaman. Kenan ist natürlich unser Kapitän, der ist normal so eine Person. Wir haben mehrere Personen. Man weiß nie, ob das auch ein bisschen Vertrauen ist. Ich glaube schon, dass das mitspielt. Das Gefühl am Platz, miteinander, wie fühlt man sich? Wenn ich während der Woche schaue am Platz, wie hart sie arbeiten, und wie bequem sie sind am Ball. Und da geht es etwas los, wenn da vielleicht das Gefühl oder Vertrauen nicht ganz da ist. Und da müssen wir auch an arbeiten. Wir sind miteinander in dieser Position. Wir werden da auch auskommen. Und das müssen wir Schritt bei Schritt machen. Und das Vertrauen, wenn das ein bisschen zurückkommt, das Gefühl, dann wird das auch die Leistungen verbessern, bin ich überzeugt. Haben Sie noch weitere Fragen? Nochmal Erik Asmussen. Die Reaktion der Fans ist ja nach den Gegentoren relativ heftig ausgefallen. Hat Sie das überrascht und haben Sie vielleicht Sorge, dass sich die Fans von der Mannschaft abwenden? Ich glaube, das ist komplett zu verstanden, dass man so reagiert. Es ist nicht der erste Mal oder das erste Spiel, dass es mal so läuft. Ich glaube, ich habe auch in der Kabine gesagt, wir wissen auch, was das Blau bedeutet für jeden auf die Tribüne. Wir müssen auch die Empathie dann tonen. Ich sehe auch, dass die Spieler sich alles Energie nehmen, um das Beste vor den Tag zu kommen. Das gelingt noch nicht, gar noch nicht, nicht genug. Man begreift auch die Fans, wenn sie ein Spiel sehen, zu Hause gegen Kräuter führt und es gelingt nicht und wir verteidigen nicht gut genug miteinander, die Offensive ist nicht gut genug miteinander, dass die Fans auch enttäuscht sind, das ist logisch. Das müssen wir hinnehmen, wie eine Professional, und hintereinander stehen bleiben und weitermachen. Die Fans wissen auch, dass wir miteinander alle Schalke sind und dass wir
miteinander in diese Situation sitzen auf diesem Moment und dass wir miteinander auch rauskommen können. Aber es ist erstmal zu uns, um die ersten Schritte zu machen, um Sachen besser vor dem Tag zu bekommen. Und dann kommen auch die Fans, weil die würden Schalke nie im Stich lassen. Ja, das ist auch meine Überzeugung. So. Es ist an uns, um besser vor den Tag zu kommen. Ich habe keine Wortmeldungen mehr gesehen. Ich danke beiden Trainern. Danke mich bei Ihnen für das Interesse an dieser Pressekonferenz, unseren Gästen aus Fürth. Viel Erfolg in den kommenden Wochen. Heute einen guten Nachhauseweg. Es gilt auch für Sie selbstverständlich. Kommen Sie heute gut und sicher nach Hause. Vielen Dank.